Mark Ryan! Oh, Mark Ryan, ich liebe dich. Oh. Ich hab keinen Beleber. So ein Fucker auch. Oh Gott! Okay. Bis. Schreck zurück! Schreck zurück! Bitte, bitte, schreck zurück! Bitte, ich bitte dich! Bitte! Nein! 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 Nikara! Ja, stimmt! Ich habe doch meine Nikara! Wuhuhuhu! Yippie-yay! Ein Level 6 Nikara! Wow! Das ist der stärkste Gegner, gegen den du je gekämpft hast! Was, Nikara schneller als Makuhita? Oh Gott! Ja. Tschüss, Nikara! Ja. Genau. Wuhu! Ich habe im Pokémon Feuerrot gegen den Trainer verloren. Und ich gegen den Arenaleiter. Und ich habe im Pokémon Smaragd auch gegen den Arenaleiter verloren. Ich bin so professionell in diesem Spiel. Wow, yippie-yay, Schweinebacke. Ich kann so kotzen. Ach, Lebensschuss ist stärker als Aquaknarre. Ich verdammtes Dingskirchen da. Warum habe ich nicht einfach Lebensschuss eingesetzt? Ich brauche Tränke. Ich brauche Tränke. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Ihr wollt mir jetzt nicht verklickern, dass ich hier keine Tränke kaufen kann. Oh, ihr seid doch solche... Oh. Ihr seid doch alles nur noch genetischer Abfall, ganz ehrlich. Oh, nee, du. Gut, wir versuchen es nochmal. Wir versuchen es nochmal. Bla, bla, bla. Ich bin Camillo, ich bin voll toll. Habe voll die Strudel gemeistert. Und pechschwarze Höhle. Voll die pechschwarze Höhle, sage ich dir, weil ich die Wände schwarz angemalt habe. Ich bin Camillo. Ja, meine Eltern haben mich so genannt, weil sie Kamillentee mögen. So. Ich wollte Lehmschuss machen und nicht Tackle. Gut. Verteidigung steigt, ist mir doch scheißegal. Lehmschuss. So, Volltreffer. Warum nicht Volltreffer? Okay, Karatschlag. Wunderbar. Füllt KP auf, ist mir klar. Und Lehmschuss. Sehr gut. Gut, 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 Morabel. Gleich nochmal Lehmschuss. Lehmschuss. Und tschüss, Makolo. Nein, es hat überlebt. Bitte, Protzer. Scheiße. Jetzt ist mein Morabel wieder nicht voll geheilt gegen sein Makuhita. So ein Rotz aber auch. Ich schätze mal, ich muss es diesmal anders machen. Okay, Magnayen. Du kümmerst dich um sein Mediti. Okay. Das Mediti knöpfen wir uns jetzt mal kurz mit Biss vor. Sehr gut. Reflektor! Das ist jetzt nicht dein Ernst. Okay, bei Biss ist mir egal, weil Biss ist eine Spezialattacke. Allerdings, ich bin mir gerade beim Lebensschuss nicht sicher. Ich hoffe mal, dass das auch eine spezielle Attacke ist. Okay. Komm mal her, VM-Sklave. Und... Ja, was mache ich denn jetzt mit dir am besten? Am besten, ich gebe jetzt mal meinem... Morabel einen Trank. Scheiße, den habe ich eingesetzt. Oh fuck. Oh nee. Nee. Sindelbeeren, ich habe Sindelbeeren. Juhu. Hier, Morabel, Sindelbeere.
Makuhita! Protzer! Schöne Scheiße! Oh fuck! Oh fuck off! Oh Gott, ich hab total vergessen, dass ich hier den Trank ja eingesetzt habe. So. Und tschüss vor allem, Sklave. Ah, schöne Scheiße. Andere Taktik. Los, Magnaien. Ich mache jetzt hier mal eine andere Taktik. Ich hoffe jetzt ein bisschen auf Zurückschrecken. Geil gemacht, Magnaien. I love you so much. Oh, Magnaien, I love you so fucking much. Genau so ist es geil. Und der Reflektor lässt nach. Sehr schön. Gut, 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 gut. Und weiter geht die wilde Fahrt. Setzt Überwurf ein. Das wird das Ende sein für Magnaien. Nein, halt, es überlebt. Oh, Magnaien, du bist zu geil für diese Welt. Deine Zitrubeere wird eingesetzt. Okay. Ich muss bedenken, du hast noch einen Supertrank. Also ich muss es irgendwie schaffen, diesen Supertrank zu umgehen. Überwurf und tschüss, Magnaien. Oh Mann. Los, Ninkada! Mit Ninkada setze ich mal noch meine Sinnelbeere ein. So, bitteschön, damit Morapel schön viele KP hat. Überwurf. Das war's für Ninkada. Okay, deine Zitrobeere ist weg. Das ist schon mal was. Los! Morapel! Seine Zitrobeere ist weg, sehr gut. Lehmschuss! Geil! Gut gemacht, Morapel. Ja, ich bin stolz auf dich. Ich bin so fucking stolz auf dich. Habe ich jemals gesagt, dass ich dieses Drecksviech nicht mag? Morapel, ich liebe dich. Oh ja. Leck mich am Arsch, ich jetzt schon beide wieder gegen den... Oh. Gut gemacht, Morapel. Ein extra Applaus für mein Morapel, ganz ehrlich. Ganz, ganz großes Kino, Morapel. Ganz großes Kino. Huiuiuiui. Du hast eine große Welle produziert, als ich dir zugetraut hätte. Du hast dich absaufen lassen. Okay, du hast mich erwischt. In den Orden dieser Arena. Leck mich am Arsch. War das ein Fight? Oh, Morapel, ganz ehrlich, ich bin stolz auf dich. Dank des Knöchelordens, wenn dir alle Pokémon bis Level 30 gehorchen, auch die, die du durch Tausch erhalten hast. Das ergibt Sinn, Deutsch. Auch die, die du durch Tausch erhalten hast, jetzt. Und du kannst sie vor allem Blitz auch außerhalb eines Kampfes anwenden. Und wenn du magst, kannst du auch diese technische Maschine anwenden. Den Protzer. Okay. Uff. Ich sehe den Talent, das eines Tages zu einer riesigen Welle wird und ein Sturm des Erstaunens bei anderen Trainern entfachen wird. So, ich will jetzt erstmal was schauen. Protzer. Kann das Magnaien bzw. Morapel erlernen? Nein, schade. Ich mag den Protzer nämlich. Wenn ich ihn selbst einsetze, wenn der Gegner einsetzt, ist scheiße. Uff. Morapel, du bist einfach zu gut für diese Welt. Ach ja, und für alle, die jetzt herkommen, jetzt wo Morapel es geschafft hat, einen Arenaleiter einfach mal wegzunatzen mit einem Volltreffer, für alle die, die jetzt halt natürlich wollen, dass Morapel ihren Spitznamen hat, Leute, schon zu spät, ich hab schon jemanden dafür. Ja, der Name für Morapel, oder besser gesagt für Sumpack später, ist schon vergeben. Und ich habe auch schon nachgeschaut, wann denn jetzt der Namensbewerter kommt. Oh, der kommt bald. In Graphitport City, um genau zu sein. Okay. Wir machen mal kurz Blitz, bitte. Und lernen es meinem VM-Sklaven. Okay. Dafür kommt mal der Härtner weg. Ist doch eh egal. Wunderbar. Gut.
Hier lag übrigens ein Fluchtseil, aber das habe ich beim Training aus Versehen eingesammelt. Ein Zuber! Zuber! Okay. Dann würde ich mal sagen, begeben wir uns jetzt mal hier rein. In die Höhle des Löw. In die Granithöhle. Vor allem, Sklave, mach mal bitte Blitz. Gut. Schauen wir uns mal ein bisschen um. Ich werde auch absichtlich keinen Schutz einsetzen. Hallo, Abra. Ich werde absichtlich keinen Schutz einsetzen, da es hier ein Pokémon gibt, das ich gerne fangen will. Das ich zwar noch nie in meinem ganzen Leben im Team gehabt habe, aber irgendwie... Keine Ahnung, ich habe gerade Lust, es ins Team zu tun. Wenn ich es denn finde. Los, Morabell! Was ist hier drin? Ein Pokéball! Wow! Wuhu! Yippie-yay-yay, den kann ich gleich gebrauchen. Hier ist nichts und da ist die Leiter, wollte ich schon sagen, aber wir werden aufgehalten von... Ja! Ein Stolunio! Hallo, Stolunio! Dich möchte ich gerne mal in meinem Team haben. Ich habe dich noch nie in meinem ganzen Leben im Team gehabt. Noch nie. Ich habe keine Ahnung, wie so ein Stolunio ist. Oh Gott! Ach, scheiße, du bist der Typ, Stein und Stahl. Stimmt. Dann machen wir mal lieber eine Lebensschelle. Wenn es die überlebt. Scheiße. Okay, sorry. Das nächste Stolunio fange ich. Das war so ein Test. Das war, das wollte ich nicht fangen, das Stolunio. Nein, 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 das wollte ich nicht fangen. Okay. Wo ist Stolunio? Nein, das ist ein Abra. Es ist so gelblich. Ich mag Abras gar nicht. Nein, denn sie können nichts anderes als den Teleport. So, hier müsste ein Mondstein drin sein. Oder doch ein Ewigstein. Okay. Soll mir ganz recht sein. Ich brauche eh beides nicht. So, hier ist nix. Außer vielleicht ein Stolunio? Stolunio, Stolunio. Ein Weibchen. Ich weiß ja nicht so recht. Na gut, was soll's. Ich meine, weibliches Stolunio, das kommt irgendwie blöd rüber, finde ich. So, Pokéball. Los! Ich hoffe mal, dass es drin bleibt. Ich hoffe es. Arschloch. Muss ich nun doch auf meinen Magnein irgendwie wechseln und hoffen, dass... Oder... wie mache ich das jetzt am besten bei dir? Schmeiß mal einen Superball. Vielleicht bleibst du da drin. Oh yeah, bitch! Toll, Stolunio wurde gefangen! Es steckt in einem Stahlpanzer. Bei der Entwicklung entsteht ein neuer Panzer. Der abgeworfene Panzer wird eingesammelt, um aus ihm Eisenbahn herzustellen. Um aus ihm Eisenbahn herzustellen, meine ich. Stolunio einen Spitznamen geben. Ich habe niemanden, der Stolunio sein will. Also mal nein. Oder will ich ein Stolunio sein? Ich könnte mir gleich auch selbst einen Spitznamen geben. Nein, will ich nicht. Düpp, düpp. Nein, ich brauche kein Stolunio mehr. Oh! Männlich Level 11. Ich überlege gerade ernsthaft, ob ich es nicht fangen soll. Aber nein. Ich meine, ja. Ist doch egal. So, was ich jetzt brauche... Nein, brauche ich nicht. Erstmal hier durch. Ja, klar, dass jetzt ein Pokémon kommt. Hallo, Makuhita. Okay. Ach, wo es mir gerade einfällt. Kann denn mein liebes Stolunio den Protzer lernen? Oder könnte es nur Kampf-Pokémon? Kann ja auch sein. Halt, da ist er. Nein, kann es nicht. Aber wo ist man mich interessiert? So, Lulia, wie sind denn deine Werte? Oh. Okay, ich muss ein neues Lulia fangen. Ich will kein Stolunio mit der Fähigkeit Robustheit. Scheiße, daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Ich brauche nämlich ein Stolunio mit der Fähigkeit Steinhaupt.